Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sandra bei Maischberger, bei Matthias, bei Richling, dem ich heute einmal zeige, wie man jahrelang eine Quatschsendung füllt, in der nicht auffallen soll, dass Politiker viel reden, aber nichts zu sagen haben, indem ich nämlich jede Antwort nach drei Wörtern bereits unterbreche mit noch nichtssagenderen Fragen als vorher. Da bin ich einmalig. Habe ich noch eine Frage? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank und guten Abend und herzlich willkommen in der Matthias-Richling-Show, in der wir keine Fragen mehr stellen. Fragen Sie bloß SPD, CDU und CSU nichts mehr, sonst dauert es noch mal 4 Monate, bis Sie die Antworten sondiert haben. Das dauert ja länger wie die Umsetzung des Dieselverbotes bis 2019. Nee, wirklich, also... im September haben wir gewählt, ja? Für April haben Sie eine Regierung in Aussicht gestellt, die von vornherein aussah wie die Fortsetzung der Menschenversuche von VW und Daimler. Zumindest bei SPD und CSU. Auszurangierende Politiker werden getestet, inwieweit sie also die Wutausbrüche und Giftspritzen der Bevölkerung und ihrer Basis noch ertragen können. Es ist wirklich unglaublich. Da wird mit Urwahl erpresst, da wird mit Nichtannahme von Ämtern getäuscht, mit Irreführung der Wähler gewirtschaftet. Normalerweise gibt es darauf nicht mal Bewährung. In Berlin steht darauf Bundestag nicht unter 4 Jahren. Vielen Dank. Bevor Sie auf der Straße sitzen. Aber es käme uns billiger, wenn wir jeden Tag einen Euro in den Hut werfen würden. Naja, egal. Mal sehen, was unsere heutigen Gäste dazu sagen. Und zwar Andrea Nahles, Horst Seehofer, Alexander Gauland, Winfried Kretschmann und Thomas Strobel. Die alle freuen sich über einen 177-seitigen Koalitionsvertrag voller Allgemeinheiten und Binsenplätze. Ist egal. Ja, gut also. Das haben wir prima gemacht, das haben wir sehr gut gemacht, das haben wir ausgezeichnet hinbekommen. Und dieses haben wir bestens durchgesetzt. Also ich bin ganz begeistert. Strobel. Und das werden wir dann noch machen, dass Strobel! Ach, Sie meinen mich? Sehen Sie noch irgendwas an Strobel hier umeinander? Ich habe mich noch nicht herumgeschaut. Tun Sie nicht so affig. Gar nicht. Aber ich bilde mir als Vizechef von meiner Bundeskanzlerin Frau Merkel mit ihr die Bundesregierung im Bund. Die steht über der Landesregierung. Da können Sie mir gar nichts mehr. Gell? Sind Sie jetzt vollkommen übergeschnappt oder wieder was? Haben Sie sich von den Jusos den Zwergenaufstand abgeguckt? Das habe ich gehört. Ich hoffe. Was machen Sie da eigentlich die ganze Zeit, sagen Sie mal? Ich addiere, was wir alles Hervorragendes herausgeholt haben im Koalitionsvertrag für die CDU. Ist doch ganz das war ja eine sagenhafte Pleite für eure Merkelin. Ach. Ihr habt ja die wichtigsten Ministerposten verschachert an die SPD. Ja, welche denn? Außen, Finanzen und Justiz. Ja, das war ja Absicht. Ja, das sind ja alles Ämter, wo man das meiste falsch machen kann. Da ist die SPD permanent im Arsch. Entschuldigung. Ja. Aber von Ernährung und von Landwirtschaft und von Forschung, da spricht ja kein Mensch. Da sind wir fein raus. Außerdem zählen die Inhalte. Gell? Das darf ich Ihnen auch mal sagen. Jetzt fangen Sie auch noch damit an. Den Quatsch kenne ich schon von der SPD. Bei uns stimmt das. Lassen Sie. Bei uns stimmt doch. Bitte, die Rente soll sich bis 2025 im Niveau deutlich erhöhen, insofern als sie auf dem derzeitigen Niveau gehalten wird. Hä? Ja. Flüchtlinge werden begrenzt unter der Voraussetzung, dass es nicht mehr werden werden. Werden es mehr werden werden, so gehen wir davon aus, dass das nicht sein kann. Asylbewerber sollen ihre geplanten Unterbringungseinrichtungen in ihre Heimatländer zurückführen und die Familiennachzüge werden zunächst ausgesetzt, bis der einzelne Flüchtling pro Familie 1000 Familienangehörige nachziehen lassen. Wollen Sie mich eigentlich verkackeiern?
Wieso? Ich bin noch nicht fertig. In Pflegeeinrichtungen sollen 8000 Stellen entstehen. Dazu ist es notwendig, dass alte Mitbürger pflegebedürftig werden, damit dann die 8000 Stellen, das sollte ein Witz sein. Wieso bei denn? 80 Millionen Bundesbürger ist das gerade mal ein Viertel Pfleger pro Heim, sagen Sie mal. Ja, dafür haben wir auch die Kaufprämie für E-Autos auch raufgesetzt auf auch 8000. Was hat das bitte mit der Pflege zu tun? Ich zahle. Strobel! Also jetzt reicht es wirklich. Es wird höchste Zeit, dass ich das runtersetze. Was denn? Die Kaufprämie für Sie. Sonst nimmt mir Sie im Leben keiner mehr ab. Das haben wir prima gemacht. Das haben wir ausgezeichnet hinbekommen. Das haben wir sehr gut gemacht. Und das werden wir Strobel! Ach, Sie meinen mich? Tun Sie nicht so affig! Dann schauen wir mal, für wie haltbar die Koalitionsverhandlungen gesehen werden. Von der anderen Seite, nämlich der Nachlassverwalterin der SPD, Frau Andrea Nahles? Nahles, Entschuldigung. Frau Nahles, wenn ich Sie bitten dürfte, die uns jetzt zugeschaltet ist. Frau Nahles, Frau Nahles, was haben Sie denn, Frau Nahles? Frau Nahles, ich wollte Sie... Was wollen Sie denn noch? Naja, ein paar Antworten zur SPD und zur GroKo eigentlich, aber Sie wenn haben mich doch neulich schon belabert mit dem ganzen Quatsch. Wieso? Seitdem hat sich nichts geändert. Eine ganze Menge. Martin Schulz, wie wir sehen. Ja, ist ja ewig her. Ja, jetzt ist er weg. Ne? Dankeschön. Ja, er wollte ja Außenminister werden, obwohl er gesagt hat, er geht nie in eine Koalition mit Frau Merkel. Hat ihn dann den Parteivorsitz vermacht. Ja, und, ja. Eine taktische Meisterleistung von mir. Ach so, das war... Eine tragische Fehlleistung von ihm. Ich bedauere sehr, dass Martin Schulz heute noch Parteivorsitzender sein könnte, hätte ich mir nicht so raffiniert den Posten geschnappt. Also, Sie wussten, dass er nie Außenminister werden konnte. Das haben Sie gewusst. Natürlich. Bin ich blöd, Sie Trottel. Entschuldigung, also, haben Sie kein Mitleid mit ihm, dass er nicht Außenminister wurde? Oder? Sie reden so eine Scheiße. Hör mal, also... Ich schaue ihn gleich in die Fresse. Nein, das nein, war nein, ein Scherz. Ach. Aber ich fand es toll, dass Martin Schulz eine übermenschliche, irrationale Übergröße hat, von einem Amt zurückzutreten, was er gar nicht hat. Das schafft nicht jeder. Ich wäre zum Beispiel gerne Queen von England. Ich schaffe es nicht, wegen diverser Inhalte zu verzichten auf die Queen. Das schaffe ich einfach nicht. Das ist sehr viel hämisch spricht da aus Ihnen, kann man sagen. Überhaupt ja? nicht. Sie sind so arschkackdoof. Na. Weil ich weiß, dass Martin Schulz stark genug ist, das alles zu verkraften. Martin Schulz wollte keine GroKo. Im Dezember hatte er es vergessen. Martin Schulz wollte kein Ministeramt bei Frau Merkel. Im Februar hatte er es vergessen. Jetzt hat er nichts. Was meinen Sie, wie schnell er vergessen hat, dass er nichts hat? Augenblick mal, Frau Nahles. Also da muss ich doch mal kurz unterbrechen, mir Rat holen, ob ich nicht konkretere Informationen bekomme, wenn ich die Antworten gebe und Sie die Fragen stellen. Deswegen hole ich mir jetzt mal eine Fachmännin ins Studio, die mir sagen soll, warum von einem Interview mit ihr immer nur die Fragen übrig bleiben. Und begrüße herzlich Sandra Maischberger. Willkommen, Sandra. Ah, schön, dass du da bist. Sandra, bitte, nimm doch Platz. Bitte, wenn du... Ja, danke schön. Danke. Sandra, sehr schön, dass du da bist. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Thema. Ist Politik noch Politik oder fängt Politik da an, wo Politik aufhört? Hat uns Politik im Alltag noch etwas zu sagen oder sagt der Alltag der Politik überhaupt noch etwas? Sandra. Das wollen wir heute besprechen mit unseren Gästen. Sandra, das ist meine Sendung. Du bist nur der Gast heute. Wozu bin ich dann hergekommen? Weil ich von dir wissen will, warum du immer schon eine Frage stellst, während dein Gast gerade die vorherige Antwort geben will und noch nicht begonnen hat damit. Weil, wenn ich zum Beispiel Herrn Gauleiter, Herrn Gauland von der AfD frage, sind es die Fragen, die die Menschen aufwühlen und nicht die Antworten von Gauland. Warum lädst du ihn denn dann ein? Um zu beweisen, dass er keine Antworten geben kann. Sehr schrill. Das verstehe ich nicht. Das ist ja schrill. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Thema. Ist Politik noch Politik oder fängt Politik da an, wo Politik aufhört?
Hat uns Politik im Alltag noch etwas zu sagen oder sagt der Alltag der Politik überhaupt noch etwas? Das möchte ich heute besprechen mit meinen Gästen Alexander und Gauland. Herr Gauland, ich wollte von Ihnen wissen, was Sie dazu sagen, dass wir uns... Das ist ja sehr nett, dass Sie von mir etwas wissen wollen. Die meisten wollen nur über uns reden und da sage ich... Aber liegt es nicht auch daran, dass man von Ihnen nur Hetze hört und von der AfD auch... Ach, das müssen Sie mir mal erklären, wo man bei der AfD nur Hetze hört, denn ich sage Ihnen ganz offen... Fängt das nicht schon an bei Ihrem Hauptthema, den Flüchtlingen, wo Sie nur mit Hetze... Ach, wissen Sie, da kann ich Ihnen ganz einfach dazu sagen... Müssen nicht gerade wir Deutschen, ganz allgemein gesprochen, besonderes Verständnis für diese Flüchtlinge aufbringen, wo wir Deutschen auch vor über 70 Jahren flüchten mussten vor dem Nazi-Terror? Eben nicht gerade, weil... Müssten gerade... Eben nicht. Müssten... Eben nicht... Gerade weil wir Deutschen da so viel haben leiden müssen in dieser Zeit, müssten gerade die anderen, nämlich zum Beispiel die Leute aus Syrien, mal für uns Verständnis haben und eben uns nicht dauernd belatschen und belämmern mit ihrer Flucht und uns dauernd erinnern an unser eigenes Elend. Denn das ist doch das genau, was den anderen auch gar nicht... Ist das die Bemerkung, die Sie gesagt haben, dass die Vergangenheit auch mal abgeschlossen sein muss? Ach, und Sie 95% der Deutschen haben doch diese Vergangenheit, von der Sie sprechen, überhaupt gar nicht erlebt. Wir erleben doch hier, dass wir Nachfahren, da gehöre ich ja auch dazu, dass wir Nachfahren leiden unter einer Sippenhaft. Und da kann ich Ihnen nur sagen... Leiden denn 80 Millionen Deutsche wirklich, wenn sie 1 Million Flüchtlinge aufnehmen? Ach, oder müssen für diese Flüchtlinge ist doch Deutschland das Paradies. So wie für uns Christen auch das Paradies ja der Idealzustand war. Aber die meisten Menschen können auf Dauer dieses Paradies gar nicht ertragen. Und deswegen hat uns ja Gott auch vertrieben aus dem Paradies. Und das wollen wir auch mit diesen Flüchtlingen machen. Wir wollen sie vertreiben aus dem Paradies. Deutschland eine einmalige Chance, Mensch zu werden. Denn wir sind ja auch erst Mensch geworden durch die Vertreibung aus dem Paradies. Und deswegen sagen wir ganz menschlich zu diesen Ausländern, raus hier! Ganz einfach. Sandra, die Frage bleibt dann natürlich... Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Thema Ist Politik noch Politik? Sandra, nein. Die Frage bleibt, warum lädst du diese AfDler so oft ein? Ich lade sie gar nicht ein. Ja? Sie bleiben einfach sitzen bis zur nächsten Sendung. Das ist wie mit der Schwiegermutter an Weihnachten. Keiner will sie und beim nächsten Weihnachtsfest sitzt sie immer noch da. Ist die AfD im Fernsehen nicht überrepräsentiert? Findest du das nicht, dass die überrepräsentiert? Du kennst das von der Diät. Ich? Du willst abnehmen. Nach drei Tagen frisst du 5-mal so viel Schokolade und Chips wie vorher. Du wirst ihn nicht los. Wen? Den inneren Schweinehund. Je mehr wir versuchen, die AfD zu verdrängen, umso mehr hängt sie an uns. Die AfD ist unser innerer Schweinehund, weil wir uns nicht satt essen können an Hetze, Neid und Parolen und Hass. Aha, ach so, ah, deswegen reicht uns sowas wie Seehofer nicht mehr. Was? Ja, was sagen Sie dazu? Der Seehofer, ja, wie habe ich das hinbekommen? Das Innenministerium, das habe ich noch diesem Martin Schulz abgeluchst, dieser politische Missgeburt. Und das Heimatministerium noch dazu, das war ja meine absolute Untergrenze. Mit diesem Superministerium werde ich jetzt aber ein super Deutschland bauen, mein Lieber. Ja, ja, ich höre schon wieder die Klagen. Gell? Es ginge mir ja in diesem Ministerium, ginge es mir nur um Lederhosen und um Dirndl. Ach so, ein Schmarrn. Gell? Es geht mir natürlich auch, das ist ja selbstverständlich, es geht mir natürlich auch um Weißwürst, Ziehharmonika und Kuhglocken. Und es geht mir um einen Generationenwechsel. Ja, und da bin ich ja der Allerrichtigste. Ich habe zum Beispiel, wenn ich sagen darf, habe ich zum Beispiel meinen Ministerpräsidentenposten freigemacht für den sehr jungen Söder. Ich lasse die Landesgruppe der CSU im Bundestag anführen von dem sehr jungen Dobrindt. Ja, da war es ja höchste Zeit für einen Wechsel der Generationen, damit mit mir einmal in Deutschland auch mal nach Jahrzehnten die Alten was zu sagen haben. Ja. Das sagen jetzt tatsächlich 3/4 der Bayern, ich sollte in Rente gehen und nicht nach Berlin. Da sehen Sie mal, wie blöd die Leute nicht zuhören und die Zusammenhänge überhaupt gar nicht kapieren. Das Innenministerium in Berlin, das ist ja meine Rente.
Ich bin Heimatminister der Herzen. Und da werde ich Deutschland schützen vor allen Flüchtlingen, raus mit denen. Wir lassen uns von dieser AfD nicht die Flüchtlinge vom Brot nehmen. Und da braucht man mir gar nicht kommen, mit Asylrecht und Demokratie und Grundgesetz. Ich kann ja sagen, die Demokratie ist ja in Deutschland viel zu jung, um Heimat sein zu können. Also packen wir es an, ran an Deutschland, ran ans Fremde. Hattest du Seehofer mal als Gast, Sandra? Hattest du den mal als Gast? Daran erinnere ich mich nicht. Und was hat er gesagt? Daran erinnere ich mich doch ganz genau. Was hast du denn gefragt? Die Leute reden sich in Teufelsküche, wenn man gar nichts fragt. Aber du fragst doch dauernd. Ja, weil ich immer noch nichts von mir gelernt habe. Vielleicht habe ich von dir gelernt. Ich versuche es mal noch mal mit Frau Nahles, wenn ich dich einen Moment sitzen lassen darf. Frau Nahles, einen Moment. Frau Nahles, wenn ich Sie noch mal fragen darf. Ich frage mal nichts, Frau Nahles. Ich frage mal nichts, ja? Ich frage mal nichts. Noch mal für Doofe? Wir haben für die SPD im Koalitionsvertrag hervorragendes für die SPD rausgehandelt. Ja, aber auf die Kernthemen, sagen die Jusos heute noch, haben Sie ja verzichtet, nicht wahr? Ach, zum Beispiel? Zum Beispiel die Bürgerversicherung. Ach, das ist ja bätschi. Ne? Dafür werden wir aber den Spitzensteuersatz nicht erhöhen. Den wollte die SPD doch haben, den Spitzensteuersatz. Ja, man kann nicht beides haben. Ja, Sie wollten freie Kitas, jetzt werden nur die Gebühren gesenkt. Haben Sie dafür nicht... werden aber, was Sie kapiert haben, die Funklöcher gestopft. Das reicht, die Familien können schneller miteinander kommunizieren, wo welche Kita billiger ist und schneller Beschwerde einlegen. Was? Und die Solidarrente kriegen Sie auch nicht, ne? Oh. Dafür wird aber die Pflege verbessert. Da haben auch die was davon, die mehr Steuern bezahlen. Aber dadurch geht doch die berühmte Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter zu, die Sie immer beanknüpfen. Das ist ja bitchy. Was? Dafür haben aber die Abgeordneten des Bundestages sich die Diäten erhöht um 16%. Ja, das ist bitchy, da hat doch das Volk nichts davon. Die Abgeordneten des Bundestages, wenn ich es Ihnen sagen darf, sind Vertreter des Volkes. Also wirken sich die Diäten auch direkt auf das Volk aus. Also inwiefern? Stimmungsmäßig. Hä? Die Stimmung im Bundestag ist einfach besser. Was? Inwiefern? Ja, Sie, das schaut's blöd. Der Seehofer, wie habe ich das wieder gemacht? Mehr Diäten und noch das Innenministerium noch dazu, was meine Heimat ist. Von da werde ich jetzt Deutschland schützen vor allen Flüchtlingen und vor der SPD, die ja nach der Bundestagswahl die für Sie beanspruchbare Obergrenze von einem Ministerium weit überschritten haben mit 6 Ministern. Das ist ja obszön. Diese unleidige SPD, die von der Wut ihrer Basis verfolgt wird, die hätten wir erst mal stecken sollen in Aufnahmelagern, statt ihnen bequeme Regierungsunterkünfte anzubieten. Ja, und nur alles, weil wir dieses blöde Asylrecht haben für politisch Verfolgte. Ja, wer in der SPD ist, ist ja automatisch politisch verfolgt von sich selber. Mit der SPD ist es ja im Grunde genommen wie mit den Syrern. Da weiß ja keiner, wo er herkommt, wo er hin will. Die sind ja alle entwurzelt. Und da nutzt auch eine Andrea Nahles nichts als Trümmerfrau. Gut, ich habe gehört, der Meeresspiegel steigt jetzt offenbar um 65 Zentimeter. Ja, das sind ja wohl schon große Teile der SPD mit abgesoffen. Nur, dass das die Angela, ja, schau nur, erfüllt mit Mitleid wieder dermaßen, dass sie nicht nur wie damals 1,4 Millionen Flüchtlinge aufnimmt, sondern jetzt auch noch der SPD 6 Minister hinterher schmeißt, das ist mir unverständlich. Ja. Also, wobei ich ja davon ausgehe, dass diese hinterfotzige SPD der Angela K.O.-Tropfen eingeflüstert. Gro-K.O.-Tropfen. Und dann haben sie es ausgelaugt und liegen lassen. Ja, schauen Sie an. Die Angela wirkt ja heute noch ganz benebelt. Ja. Also, nach diesen ganzen Beleidigungen, Belästigungen und mentalen Handgreiflichkeiten und Erpressungen bei den Koalitionsverhandlungen durch diese Sau-SPD,
die der Angela zwischen die Beine gegriffen haben, was zwischen die Beine geworfen haben dauernd, müsste sich die Angela eigentlich der MeToo-Bewegung anschließen. Denn diese ganze Führung der SPD, Ex-Schulz, Stegner, Nahles, Schwesig, die sind doch zur Angela der Dieter Wedel der Politik. Die haben die sachdienlich vollendet vergewaltigt. Ja, ja. Also, ich habe eine Vision und die heißt Heimat Deutschland. Und das kann ich ja sagen, wenn ich dann das Amt einmal innehabe, da kann ich ja sagen, da wünsche ich Deutschland alles Gute. Sandra, die Frage bleibt ja natürlich... ich bleibe dabei, meine Fragen sind wichtiger als die Antworten. Ja, aber es gibt ja nicht nur Seehofer und Gauland. Stört es die anderen Politiker nicht, wenn deine Fragen so dominieren? Das muss dir doch auch aufhören. Das mache ich ja nur, damit der Zuschauer nicht mitbekommt, auf wie viele verschiedene Fragen es dieselben Antworten gibt. Ach so. Meine Gäste kommen mir manchmal vor, wirklich wie bei einer Karaoke-Show. Ach so, alte Antworten zu neuem Mund, oder? Wie meinst du? Tschö. Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Thema. Ist Politik noch Politik oder fängt Politik da an, wo Politik aufhört? Hat uns Politik im Alltag noch etwas zu sagen oder sagt der Alltag der Politik überhaupt noch etwas? Das möchte ich heute besprechen mit meinen Gästen, Herrn Gauland. Herr Gauland, ist die AfD groß geworden über die Verflüchtigung wabernden Deutschtums durch ankommende Flüchtlinge? Ach, jetzt hören Sie doch mal auf mit Ihren dauernden Flüchtlingen. Es gibt ja nun wirklich auch andere Probleme in diesem Deutschland, wo wir, die AfD, die Finger in die Wunde Deutschland legen. Diese Flüchtlinge, von denen Sie dauernd sprechen, die sind ja nur im Grunde genommen dazu da, mit ihren Problemchen abzulenken von dem, was diese elende Bundesregierung in einem Koalitionsvertrag sich in die Tasche lügt. Und da sagen wir, aber die AfD... Aber jeder lobt doch diese Koalition. Die ganze Absurdität beginnt doch bereits da, wo diese Frau Andrea Nahles oder wie immer sie heißen mag, diese aufgeblähte Matrone der Selbstbefriedigungspartei Deutschlands, SPD... kämpft gegen eine sachgrundlose Befristung, aber sie selbst hat in ihrem Sozialministerium die allermeisten sachgrundlos befristeten Jobs vergeben. Also verlogener geht es doch nun aber wirklich nicht mehr. Kann man das muss ich Ihnen ganz nicht klein, auch etwas einfacher? Das kann man eben nicht. Diese Gesellschaft wird doch abgestumpft durch Lügen und Parolen von Flittchen wie Frau Nahles, die ja im Grunde genommen schon genauso verdorben ist wie eine Frau Merkel. Verfault, kann ich nur sagen, und zwar von unten her. Nun, man sagt normalerweise vom Kopf her. Ja, wo sehen Sie denn bei diesen beiden Dingen? Noch Kopf, frage ich Sie einmal. Also, die sachgrundlose Beschimpfung ist Mittel der AfD, halten wir fest. Und deswegen sagen Ach, hören Sie wir, doch auf. Wie ordnen Sie dann ein, dass Ihr Parteimitglied Böhringer spricht von der Merkel-Nutte, die jeden reinlässt? Ja, das hätte man natürlich in der Härte des Wahlkampfes auch anders formulieren können, du liebe Zeit. Ja, und da hätte wie? Man natürlich auch sagen... Aber wie hätte man es denn sagen man sollen? Man hätte natürlich auch sensibel und diskret sprechen können von der... Eskortdame Merkel, die dann sich von 1,4 Millionen Flüchtlingen koitieren lässt, da hätte Herr Böhringer inhaltlich gar nichts zurücknehmen müssen. Er sagt weiter, die Flüchtlingspolitik ist ein Genozid, der in 10 Jahren erfolgreich beendet ist. Das assoziiert nahtlos den Mord an 6 Millionen Juden. Und zwar Ach, das ist doch Hetze. Also 6 Millionen Flüchtlinge sind doch bisher gar nicht gekommen. Da sehen Sie doch ganz genau, das passt doch von der Zahl schon gar nicht zusammen, was Sie hier unterstellen. Das kann ich Ihnen sagen, wenn Sie und alle anderen, die das vorwerfen, diese feine, sensible und übergeordnete eine Ironie von uns, von der AfD, nicht begreifen, dann tun Sie mir leid. Ich danke für mein Gespräch und bei der Gelegenheit, wissen Sie, was ein Maulkorb ist? Den habe ich für Sie mitgebracht, bitte sehr. Na, nehmen Sie schon. Na.
Also, Sandra, da ist Guten natürlich... Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Thema. Ist Politik noch Politik? Nein, Sandra, nein. Fängt Politik da an, wo Politik aufhört? Sandra, nein, das ist meine Sendung. Du bringst die Politik immer zum Schweigen. Jetzt mache ich das mal bei dir und sage ja, dir... Ja, ich plane einen Talk jetzt nur mit Fragen. Ach. Ich lade gar niemanden mehr ein. Eine wunderbare Idee, Sandra. Vielen Dank für deinen Besuch. Und vielleicht, wenn ich sagen darf, wäre diese Idee auch etwas für die Koalitionsverhandlungen. Vielleicht sollten wir eine Wahl machen, nur mit Kreuzen auf dem Wahlzettel und schreiben gar keine Parteien mehr drauf. Ja, gut. Das haben wir prima gemacht. Das haben wir ausgezeichnet hinbekommen. Das ist uns ganz toll gelungen. Und das sind Sie immer noch nicht fertig mit Ihrem saublöden, sagenhaften, großartigen Koalitionsvertrag oder wie auch immer. Ja, wir haben so viel erreicht, glaube ja. ich. Ach, also. Wenn ich alleine denke an die Verschleuderung der Steuermehreinnahmen. Ja, also. Der arme Schäuble, der uns das erwirtschaftet hat, der täte sich im Grabe umdrehen. Ah, da können Sie ganz ruhig sein, gell? Wo allein das Geld so wegsprudelt bei Ihrem Bahnhof Stuttgart 21, da will ich gar nicht. Mein Bahnhof? Sind Sie jetzt nicht ganz bacher? Ha ja, den haben doch Sie auf dem Gewissen. Aber Sie haben ihn noch nicht eingestampft, wie Sie die Macht dazu bekommen haben. Ich habe eine Volksabstimmung durchgesetzt, wo 56% der baden-württembergischen Bundesbürger dafür gestimmt haben, dass sie mit diesem Bahnhof Stuttgart 21 beschissen und angelogen werden. Was wollen Sie denn noch mehr? Mit jetzt 8,2 Milliarden, wenn ich Sie erinnern darf, gell? Ja. Ja, ja. Setzen Sie sich noch drauf. Ja. Sie sind doch an allem schuld. Ich fahre immer mit dem Auto. Sie reden einen Scheiß. Ihn gehört auch mal einen in die Fresse, wie Andrea Nahles kraftvoll sagt. Aber 8,2 Milliarden sind im Grunde genommen auch wieder nichts. Ach, wenn man bedenkt, dass mit 62 Kilometer Untertunnelung des Stuttgart ja noch Ärger umgegraben ist wie nach der Bombardierung vom Zweiten Weltkrieg. Das ist halt das Problem, was wir heute haben, dass wir kein Potenzial haben für Neubauten durch vorherige Zerstörung. Was der Zweite Weltkrieg angerichtet hat, das muss heute die Bahn selbst machen. Soll man machen. Ich verstehe. Aber was meinen Sie da? Ich meine, der Bahnhof muss zwar jetzt gebaut werden, aber es gab halt schon schwierigere, größere Niederlagen. Ach. Waterloo und Teutoburger Wald. Man kann nur hoffen, dass die Heerführer der Bahn aus dem Stuttgart 21 ein Völkerschlachtsdenkmal machen, wie es Leipzig hat. Aber es ist natürlich schon blamabel, dass man vor Hunderten von Jahren es geschafft hat, zweimal die Türken vor Wien abzuwehren. Und heute gelingt es nicht, die Bahn davon abzuhalten, Stuttgart zu erobern. Wie Hannah Arendt kraftvoll sagt. Ja, meine Damen und Herren, wir sehen also nicht nur die Regierungsbildung, auch Stuttgart 21 ist ja ein Paket von Lügen, von falschen Versprechungen, von Untreue, von Meineid. Aber was wollen Sie machen? So läuft es in Deutschland. Was wollen Sie machen? Denn wissen Sie, wenn wir alle zur Verantwortung ziehen würden, die gelogen haben, Ministerpräsidenten, Bürgermeister, Bahnvorstände, Merkel, Lindner, Schulz, ja pfff. Wie soll denn Deutschland regiert werden, wenn alle im Knast sitzen? Nee, in der Politik geht es nicht um Schuld oder Sühne oder um Lüge und Wahrheit, hat Winfried Kretschmann mal gesagt in dieser Sendung. Oder war ich es selber? Ich weiß gar nicht mehr. Ist egal. Also Ehrlichkeit überlebt einfach nicht, ja? Obwohl sie ein menschliches Ideal ist. Aber das menschliche Ideal ist auch zum Beispiel, bis dass der Tod uns scheidet. Ne? Und überall wird geschieden, obwohl der Tod weit und breit noch nicht zu sehen ist. Aber treten Sie vor einen Pfarrer, der Ihnen das sagt. Na, also bitteschön. Und wie? Deswegen ist ja auch Martin Schulz weg. Nicht, weil er nicht die Wahrheit gesagt hat. Nein. Er hat so grauenhaft schlecht gelogen. Guten Abend.